Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu dem NATO AAT-Vehikel Desert Sand von Kobi. Das ist die 24303, 300 Teile, zwei Figuren, kompatibel mit anderen Marken, wir kennen das alle. Wenn ihr euch wundert, warum diese Front hier so komisch aussieht, so bläulich, das ist ausgebleicht. Ich habe das gebraucht gekauft auf eBay, also es ist neu original verpackt, aber eben über einen Gebrauchthändler gekauft, der auf eBay das verkauft hat für 10 Euro. Der Originalkarton hat deshalb halt ein bisschen gelitten, das war bei dem im Schaufenster und der ist halt ein bisschen ausgebleicht. Normalerweise sieht der Karton so aus, das kennen wir glaube ich alle, dieses Grün von Kobi. Dieses Blau haben wir ja eigentlich nur bei Schiffen und U-Booten von Kobi, aber ist ja auch wirklich egal, erstmal. Hauptsache, wir haben das Set. Und ich finde, das sieht von außen echt cool aus. Wir haben hier wirklich, wie gesagt, dieses Desert Sand Vehicle. Und dann haben wir hier verschiedenste Funktionen, die ich dann noch mit euch aufbauen werde. Und Glow in the Dark Steine. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist Teil der Small Army Reihe. Es ist 18,5 cm lang und 10,5 cm breit nach Kobi-Angaben. Es ist noch ein bisschen Zeug dabei, wie dieses Ölfass hier zum Beispiel. Und sonst Kobi-typisch, wir kennen die Verpackungen. Auf der einen Seite Warnhinweise, auf der anderen Seite ist nochmal das Teil abgebildet. Auf dieser Seite haben wir die Figurengröße und nochmal die Maße. Und ja, deshalb zeige ich euch das jetzt auch nicht näher, dass ich hier noch die Kamera höher mache, um das noch zu zeigen. Wir kennen das alle, das ist wie jede andere Kobi-Verpackung. Und dann werde ich jetzt auf jeden Fall mal auspacken, zeige euch die Tüten, zeige euch die Anleitung und dann baue ich das mal mit euch zusammen auf. Und ich denke, wir werden da viel Spaß haben. Und das ist mal wieder richtig das Klischee-Kobi-Set. Wir haben 300 Teile und haben ganze, ich zähle mal live nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tüten ist stattlich. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Da sind pro Tüte durchschnittlich nicht mal 30 Teile drin. Aber okay, wir kennen das von Kobi. Die Tüten sind hier nummeriert in zwei Bauschritte, zwei große Bauschritte, eben Bauschritt 1 und Bauschritt 2. Ich werde es jetzt mal sortieren nach den Bauschritten und dann zeige ich euch natürlich jetzt noch mit der Anleitung. Die Anleitung auch wieder Kobi-typisch. Diesmal relativ klein, aber Small Army eben. Wir kennen das, printet in der EU, genauso wie das Set aus der EU kommt, dann alles nochmal beschrieben. Und alles, wie wir das von Kobi eben auch wirklich kennen. Hier ausgegraut, was schon gebaut ist, was noch gebaut wird, ist farbig dargestellt. Lässt sich gut danach bauen. Ich denke, wer Kriegssets baut, baut meistens nach so einer Anleitung. Und dann sortiere ich jetzt die Tüten, fange schon mal an zu bauen und wie immer zeige ich euch dann alles Wichtige. Und wir sind jetzt sogar schon mit Bauschritt 6 fertig. Wir bauen jetzt eben hier dieses ganze untere von dem NATO-Fahrzeug, wie immer schön massiv von Kobi. Wir fangen dann jetzt im nächsten Schritt sogar schon an, die Achsen reinzubauen. Das ist relativ früh, kenne ich jetzt auch nicht so von den Kobi-Modellen, aber ist halt so in diesem Modell jetzt. Wir haben eine wieder schöne Masse, also ich muss sagen, das mag ich an Kobi, dass man da immer was in der Hand hat, das fühlt sich gut an. Die Teilequalität ist vom Aussehen natürlich hervorragend, wir kennen das, keine Kratzer, auch nicht auf den Platten. Ich kann euch ja zum Beispiel mal so eine Platte hier zeigen. Sieht hervorragend aus, glänzt schön. Huch, so sollte das natürlich nicht passieren. Das Einzige, was die Teilequalität auf der Kamera vermiest, sind vielleicht ein paar Batschflecken von mir. Aber ich muss natürlich auch dieses Mal was kritisieren, oder was heißt natürlich auch, das ist bei Kobi selten, aber ich muss was kritisieren. Das ist nicht eins dieser Kobi-Sets, die man sehr gut zusammenbauen kann und dann sind sie bombenfest, sondern das ist eins dieser Kobi-Sets, die schon beim Zusammenbauen sehr viel Kraft in den Armen und sehr viel Schmerztoleranz in den Fingern benötigen. Wir kennen das, glaube ich. Das gibt es so extreme Kobi-Sets, das gehört dazu, weil die Teile sehr straff aufeinander gehen. Wo ich auch immer wieder sage, ich weiß nicht, ob das dem Stein so gut tut, wenn man da so drücken muss und wenn das so richtig knackt, wenn man das zusammenbaut. Ich hoffe mal, das wird noch besser, dass das jetzt nur bei den Platten so war. Und sonst muss ich das natürlich genauso auch wie bei der Modbricks Bismarck kritisieren. Wir sehen uns dann beim nächsten wichtigen Schritt. So, wir sind jetzt fertig mit Bauschritt 12 und ich muss sagen, die Unterkonstruktion nimmt doch so richtig schon Form an. Wir haben jetzt hier sogar schon die Andeutungen von der Fahrerkabine, was eben hier ist, wo die braunen Teile sind oder wo die braunen Platten sind, kommen dann die Sitzplätze hin.
Hier hinten haben wir das ausgefliest, weil das hat ja die Heckklappe zum Öffnen, wo man dann wie Stauraum hat und dann hast du hier eben die Fliesen, damit das hier schön aussieht. Wir bauen hier eben immer weiter an, haben die Achsen jetzt herangebaut, hier schon mal die Aufnahmen für die Türen und gestalten das immer weiter aus. Ich muss auch sagen, dass es wirklich von der Klemmkraft oder von dem Zusammenbau besser geworden ist. Also die anderen Teile, was jetzt hier die Bricks sind oder was jetzt auch die anderen Platten hier angeht, sind wirklich viel besser. Die muss man nicht so zusammendrücken. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt bei den unteren Platten wie einen kleinen Fehler gemacht haben oder woran das gelegen hat. Auf jeden Fall ist es jetzt besser geworden. Ich freue mich darüber, weil ich wäre sonst ein bisschen traurig, wenn Kobi da wirklich große Schwierigkeiten gehabt hätte in dem Set. Und jetzt kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Bauschritt, den ich euch zeigen will. Es geht gut voran, muss ich sagen. Und wir fangen jetzt sogar schon an. Das zeige ich euch sogar noch in der Anleitung. Und wir fangen jetzt an. Bauschritt 1314, das kann ich euch ja mal zeigen. Hier schon die äußere Karosserie ranzubauen. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann, wenn es wieder was zu zeigen gibt. Bis dann. Und nach Bauschritt 22 nimmt der Fahrgastraum schon richtig Gestalt an. Wir haben jetzt hier die Sitze drin und ein meiner Meinung nach mickrig kleines Lenkrad für so ein NATO-Armee-Fahrzeug. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, wie es in echt ist. Ich schau mal, ob ich da ein Bild aus dem Fahrerinnenraum von diesem NATO-Fahrzeug finde. Und ich würde das einfach mal einfügen. Wenn ich jetzt nichts einfüge, dann habe ich halt leider nichts gefunden. Und dann können wir uns einfach mal ein Bild davon machen, ob das Lenkrad wirklich so winzig ist. Das würde mich zwar wundern, aber hey, warum nicht? Auf jeden Fall bekommen wir jetzt diese markante Motorhaube so langsam ein wenig rausgebaut von der Form her. Wir haben hier wieder die Aufnahmen für die Türen erweitert. Die Türen könnten jetzt sogar schon eingehängt sein von den Aufnahmen her. Aber sie sind ja noch nicht gebaut. Das kommt dann alles noch auf jeden Fall. Hier hinten haben wir schon diese schönen Kanten ausgearbeitet von der Karosserie. Und wir haben so langsam die Steine für die Deko-Elemente draufgebaut. Also hier für die Rücklichter, dann für die Frontstoßstange und eben alles weitere. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten wichtigen Bauschritt wieder. Und nach Bauschritt 31 erkennt man doch schon so richtig, was es werden soll. Ich meine jetzt, wir haben alle Grundformen von diesem NATO-Vehikel. Ich meine, schaut ihn euch allein mal von vorne an. Ich würde sagen, das ist unverkennbar, wenn man schon mal Nachrichten guckt oder ähnliches, wo man eben auch dieses NATO-Gefährt sieht. Ich blende es euch natürlich auch hier nochmal gerne ein, damit ihr es mal vergleichen könnt. Ich finde, schon jetzt ist die Form unglaublich gut getroffen. Ich habe nur zwei Kritiken, oder eher gesagt eine Kritik und eine etwas komische, verwunderliche Sache. Eine Kritik ist, ich finde den Druck der Fliese hier leider nicht so gelungen. Der ist sehr matt, wirkt fast schon abgegriffen, ausgeblichen und das bei einem neuen Set ist schade. Und die Verwunderung, wir haben ja beschriftete Tüten. Einfach mal exemplarisch hier Nummer 1. Dann haben wir hier zum Beispiel Nummer 2. Und dann haben wir ganz viele Tüten, die gar nicht beschriftet sind. Da habe ich mich schon gewundert, hä, das sind nicht alles Ersatzteile-Tüten, die nicht beschriftet sind. Warum sind die anderen beschriftet? Dann machst du die Anleitung auf, da ist es gar nicht in Bauabschnitte unterteilt. Also dementsprechend ist die Beschriftung eigentlich völlig sinnlos. Ich glaube mal, das ist ein kleiner Fehler von Kobi. Der tut jetzt nichts zur Sache, der ist nicht unbedingt schlimm. Aber es ist schon lustig oder komisch, weil ich mich dann schon mal ein bisschen gewundert habe und auch verwundert war. Habe dann in der Anleitung geguckt, hä, wo sind jetzt die Tüten aufgeführt und die Bauabschnitte. Und hat man aber eben nichts gefunden. Naja, egal. Ich würde sagen, dann kommen wir zum wirklich Wichtigen wieder. Und zwar zum Aufbau des Modells. Der verläuft bisher wirklich sehr reibungslos. Also Kobi-typisch, außer die Probleme bei den ersten Platten, sind hier gar keine Probleme bei den Teilen. Macht sehr viel Spaß beim Aufbau. Hier vorne die glowende Darksteine sind schon mal angebracht. Ich muss sagen, die Deko-Elemente sehen wie immer wunderschön aus. Kein Fehler, kein Kratzer, kein nichts. Außer einen, den muss ich natürlich erwähnen. Wir haben einen kleinen Kratzer bei dieser Dreiecksplate hier, bei dieser Jumperplate, die hier eben diese Dreiecksform hat. Ja, das sieht man leider sehr schlecht. Das ist ein minimaler Kratzer, wirklich minimal. Aber man sieht ihn und er ist da. Deshalb erwähne ich es. Wird wahrscheinlich in der Tüte passiert sein, jetzt nicht in der Fabrik, aber er ist da, wie gesagt.
Ja, dann baue ich jetzt wahrscheinlich weiter. Ich denke, wir sehen dann das Modell als nächstes im fertigen Zustand. Und dann nochmal kurz meine Meinung dazu. Und ich kann schon mal ein wenig anteasern. Ich finde, das ist ein sehr unterschätztes Modell. Und da gehe ich später nochmal drauf ein, warum ich das finde. Und wir sind jetzt doch noch nicht am Ende, sondern bei Bauschritt 33. Und ich habe tatsächlich mal was zu meckern. Das ist selten bei Kobi, aber ich habe was. Schaut es euch mal an. Das seht ihr. Die Angusspunkte sind auf diesen Platten oder auf diesen Fliesen hier vorne, auf diesen gekrümmten Fliesen, sehr, sehr deutlich zu erkennen. Das ist jetzt vielleicht für den Otto-Normalverbraucher nicht das riesige Problem, aber das ist auf jeden Fall ein Fehler im Set. Und dementsprechend muss ich euch das natürlich zeigen. Selten bei Kobi, dass es da solche Probleme gibt, aber wir haben hier Probleme. Und damit haben wir die Kobi 24303 fertig. Das NATO AAT-Vehikel Desert Sand. Ein kurzer Name, ich weiß. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier dieses wunderschöne Fahrzeug fertig. Und ich habe ja gesagt, es ist eines der Sets, das am meisten unterschätzt ist von Kobi. Ich habe mich nämlich mal mit dem Händler unterhalten. Der Händler hat gemeint, oh, dieses Set ist ehrlich gesagt ein ganz schöner Ladenhüter. Will niemand haben. So, da habe ich dann gedacht, warum? Ja, ich guck's mir mal an, weißt du? Hab mir dann dieses Set hier gekauft, was eben Ausstellungsstück war. Hatte ich dann nicht so eine große preisliche Fallhöhe. Und dann bin ich jetzt sehr davon überrascht, warum es so schlecht ist. Nach der Meinung der Kunden. Ich sehe es nicht. Das Set hat schon ein paar Fehler, muss man ganz klar sagen. Ich finde zum Beispiel hier diese Ecken nicht so sehr hübsch gelöst. Ich finde es nicht hübsch gelöst, dass hier die Fliesen weggespart wurden, wo hier eben die Scheibenwischer dran befestigt sind. Hätte man die Fliesen noch ranmachen können, mein Gott, das hätte, glaube ich, das Budget nicht gesprengt, wäre schöner geworden. Aber sonst, ich meine, guckt es euch mal an. Das ist ein Set, hat einige Funktionen. Ich finde es nicht verkehrt. Wir haben im Endeffekt hier, wie gesagt, die Funktionen noch. Einmal kann man hier das Geschütz drehen. Top-Funktion, ich weiß. Dann kann man hier alle vier Türen öffnen. Sehr schön. Gehen leichtgängig, muss man sagen. Ist ordentlich gelöst. Kann dort seine Männchen reinsetzen. Zwei sind dabei. Eigentlich könnte man sogar vier reintun, wenn man will. Warum nicht? Ist doch eure Fantasie freier Lauf gelassen. Dann kann man hier diese Luke öffnen. Finde ich auch schön gelöst, sieht schick aus. Kann man rein theoretisch jetzt hier hinters MGE den Mann klemmen. Und schon seid ihr sicher, wenn er vor dem oder hinter dem Fahrzeug fahrt. Dann noch die letzte Funktion im Endeffekt. Aber wie gesagt, für ein Small Army Teil schon echt viele Funktionen. Wir haben doch hier hinten den Laderaum. Der Laderaum hat hier hinten wie so ein kleines Griffstück. So, da ist meine Hand trotzdem noch zu breit dafür, aber klappt, seht ihr? Geht schön auf. Und dann hat man hier so eine schöne gefließte Ladefläche. Das kann man jetzt sinnvoll nutzen. Also zum Beispiel könnte man sagen, dass man von den Benzinkanistern, die man eh rumliegen hat, ein paar dort reinhaut. Warum eigentlich nicht? Oder man tut beim Spielen ein bisschen Quatsch damit machen. Zum Beispiel könnte man ja auch denken, dass man da mal den Kollege reinsperrt. Warum eigentlich nicht? Ist er weg? Top, oder? Würde ich sagen. Genau. Ich finde es toll, dass ihr da genau meiner Meinung seid. Ja, ich finde, wie gesagt, das Set, es sieht sehr, sehr nah am Original aus. Ich finde ein paar Noppen am Set nie verkehrt. Ich meine, man soll sehen, dass es Lego ist. Das sieht man. Aber ich finde eben nur diese Noppen nicht so schön. Sonst finde ich es echt in Ordnung. Ich finde, das Original ist gut getroffen. Ich habe es euch hoffentlich schon mal eingeblendet. Und dann würde ich sagen, könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Währenddessen ich euch noch diese wunderschöne Kobi-Figur mit drei Beinen in die Kamera halte. Ja, wer Kobi-Figuren mag, mag sie. Wer sie nicht mag, wird nie damit warm, glaube ich. Man muss sich dran gewöhnen. Teilequalität, wir haben drüber geredet. Einzigste Fehler hier. Wir haben ein paar Ersatzteile dabei, lustigerweise Ersatzteile, die wir nirgendwo gebraucht haben. Komischerweise. Egal. Und dann haben wir noch diese zwei tollen Ersatzteile.
Ja, toll, hat man ja gar nichts gesehen. Und was mich ein bisschen verwundert hat, ist dieser augenscheinliche Kopf von einer Minifigur ohne Gesicht und ohne Ausarbeitung. Wer weiß, was das darstellen soll. Und sonst würde ich sagen, wenn euch dieses Set gefällt, kauft es euch gerne. Ihr könnt es günstig schießen, weil es, wie gesagt, sonst nicht so beliebt ist. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hingegen könnt ihr dem Kanal gerne einen Daumen nach oben geben. Am besten sogar ein Abo dalassen. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr wollt. Ich zwinge euch zu nichts. Ihr könnt auch eure Meinung zu dem Set in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Krieg der Steine.